Ja, wir brauchen nicht unbedingt die Politiker dafür, denn die haben gar keine Zeit, uns zu regieren. Die haben überhaupt gar keine Zeit. Die sind von morgens früh bis abends in irgendwelchen Sitzungen, fahren von einem Ort zum nächsten, machen ihren Wahlkampf. Ich glaube, der Wahlkampf nimmt sowieso 3/4 deren Arbeitszeit ein in so einer Wahlperiode. Die haben überhaupt gar keine Zeit für uns. Die haben überhaupt gar keine Zeit für unsere Belange. Und da was zu ändern, das können nur wir, das können die da oben gar nicht. Und deswegen müssen wir anfangen, die Eigenverantwortung in die Hand zu nehmen und selber etwas zu tun. Uns nicht mehr verarschen zu lassen durch die Propaganda, sondern selber anzufangen und hier für uns neue Strukturen aufzubauen. Von Mensch zu Mensch. Und was dazugehört, ist beispielsweise auch unsere Arbeitsgruppen, die wir auch unter der Woche haben. Jeder kann teilnehmen, da gibt es keine Verpflichtungen irgendwie untereinander. Zum Beispiel zum Bereich gesunde Ernährung oder Selbstversorgung. Wir haben eine Gruppe, die sich mit Medien und Presse beschäftigt. Wir haben eine Gruppe, die sich mit Wirtschaftssystemen beschäftigt. Also wer zu den einzelnen Themen Interesse hat, einfach zu uns kommen oder auch über unsere Webseite www.mahnwache-braunschweig.de. Da findet man dann auch unten im Forum die Arbeitsgruppen. Wer Lust hat, einfach dazukommen, mitmachen und ja, einfach teilen. Oder eine eigene Gruppe gründen, ja. Ist jetzt auch eine Lesegruppe, ist gegründet worden. Also wirklich, jeder kann hier etwas mitmachen, jeder kann hier etwas bewegen. Und was auch noch dazu gehört, ist beispielsweise, was ihr hier seht, wir bringen, oder jeder, der irgendetwas übrig hat, was er nicht mehr benötigt, oder Gemüse, Obst aus dem Garten, bringt es mit. Wer möchte, einfach sich bedienen, der kann es mitnehmen. Das verschenken wir und ihr braucht auch nichts dafür hinlegen. Wir haben zwar für die Ukraine, wir machen gerade eine Sammelaktion für Flüchtlingskinder in der Ukraine und dazu wird auf der einen Seite Bargeld natürlich gebraucht für die Transporte, da könnt ihr spenden, aber auch Sachspenden und in dem Bereich vor allem Kinderspielzeug für die Flüchtlingskinder in der Ukraine. Warme Kleidung, warme Decken, denn ja, im Moment können wir hier noch kurzärmlich rumlaufen. Aber auch bei uns und in der Ukraine wird es irgendwann Winter werden. Das heißt, dort wird warme Kleidung, werden Decken gebraucht. Verbandsmaterial, solche Sachen könnt ihr also gerne auch als Sachspende bringen. Und die werden von hier aus dann mitgenommen und wir machen dann einen Sammeltransport in die Ukraine. Und das ist keine externe Organisation, sondern es fahren auch Menschen von uns mit in die Ukraine, begleiten diesen Transport und werden diesen Transport auch dort dokumentieren. Und auch hier noch ein riesen Dankeschön nochmal an Olli, Vicky, für eure Arbeit. Das machen wir bundesweit. Mittlerweile sind über 2000 Euro an Spenden reingekommen. Wir brauchen 3000 Euro pro LKW. Das heißt, wer dann noch ein bisschen was übrig hat, ist herzlich eingeladen, da vielleicht noch 1 Euro oder 2 reinzuschmeißen für diesen Bereich oder wie gesagt beim nächsten Mal einfach irgendeine Sachspende mitzubringen.